Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich wieder eine Motivation Speak und zwar zum Thema Psychologen eigentlich. Psychologen bzw. geh zum Psychologen. Ich würde sagen, ich lege einfach gleich los. Das Thema ist, finde ich, noch, warum ich darüber ein Video mache, ist einfach, weil mir das ziemlich wichtig ist, dass das normalisiert wird und dass es nicht so, boah, so ein Thema ist eigentlich. Also, wie gesagt, ich nehme halt immer sehr viel Inspiration sozusagen von meinem wundervollen Land Schweden. Wo ich auch gelebt habe. Und da ist es einfach ganz, ganz anders. Und ich würde sagen, ich starte mal. Und zwar, was meine ich damit? Also erstens, zum Psychologen gehen, finde ich, ist etwas, das sollte eigentlich jeder tun, wenn er die Möglichkeit hat. Weil es jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Stories. Und man muss nicht zum Psychologen gehen, nur weil man ein Serial Killer ist oder ein Vergewaltiger ist. Also dann ist es schon zu spät, wenn du dann erst zum Psychologen kommst sozusagen. Oder wenn du Selbstmord begibst, dann ist es schon viel, viel zu spät. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass man dieses Vorurteil, wenn du zum Psychologen gehst, musst du ja verrückt sein. Und ich finde, dass meine Generation einfach diese Verantwortung hat, dieses Bild einfach wegzuschaffen und einfach die Normalisierung von zum Psychologen zu gehen, einfach, dass die stattfindet und dass das eigentlich was Tolles ist, dass man die Möglichkeit hat, zum Psychologen zu gehen oder zum Therapeuten oder so. Ich muss dazu, ich war natürlich auch schon beim Psychologen, sonst wäre, glaube ich, das Video ein bisschen blöd. Aber ich muss dazu sagen, für mich war es auch so, dass ich erst zum Psychologen sozusagen gegangen bin, wie mir alles zu viel geworden ist, was eigentlich dann der falsche Weg ist. Ich wünschte, dass ich schon früher zum Psychologen gegangen wäre. Dann glaube ich, hätte mir das mehr geholfen in dem Sinn. Natürlich hat es mir dann auch geholfen, nur ich glaube, immer dieses, wenn schon das Fass zum Überlaufen gebracht wurde, ist es zu spät. Geh eigentlich zum Psychologen, wenn es dir super geht. Wenn du denkst, oh, mein Leben läuft super, dann geh zum Psychologen. Weil ich glaube, dann kannst du einfach diese Sachen, die jeder in seinem Leben erlebt hat, besser bearbeiten, als wenn schon eigentlich nichts in deinem Leben so läuft, wie du es dir vorstellst. Dann glaube ich, ist es immer blöd, dann so das natürlich dann auch noch darüber zu reden und dann, oh. Also ja, auf jeden Fall in Schweden ist es super, super normal, dass man zum Psychologen geht oder zum Therapeuten oder. Also super normal. Also oft, wie ich am Bus gesessen bin, war es so, ah ja, ich war gestern wieder Therapiestunde, war wieder herrlich und ah, ich fühle mich so viel besser und so. Das war so ganz normal, dass solche Gespräche am Bus, also das ist wirklich, also das passiert dort, die ich einfach dann mitbekommen habe oder so. Und das ist auch nichts, wofür man sich schämt oder so. Das ist etwas, wo man eigentlich ziemlich stolz eigentlich darüber ist, weil man die Möglichkeit hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich meine, du gibst, es ist wie wenn du jetzt zum Spa gehst. Nur ist es sozusagen ein Spa-Treatment für dein Gehirn oder deinen Kopf und deine Gedanken. Nicht für deinen Körper. Aber natürlich kann es auch deinem Körper dann dadurch besser gehen. Aber wenn ich das natürlich in Österreich sehe, ist es noch immer dieses Bild, dieses zum Psychologen gehen. Okay, bist du komisch? Okay, da geht man ja nur hin, wenn man verrückt ist. Bist du verrückt oder was? Bist du psychisch krank?
was ich eigentlich total kindisch finde, total unreif, dass man solche Aussagen tätigt. Wenn man die Möglichkeit hat zum Psychologen, Therapeuten, es gibt ja mehrere Begriffe. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt ganz ehrlich, momentan bin ich nicht in Therapie, aus dem einfachen Grund, dass ich, es ist ein urblöder Grund, ich habe momentan nicht sehr viel Zeit, habe aber dadurch, dass meine Mutter Therapeutin studiert hat, also sie hat auf jeden Fall irgendwas mit Psychologie studiert. Den genauen Begriff kann ich leider nicht auf Deutsch, ich kann ihn nur auf Schwedisch. Und auf jeden Fall, dadurch kriege ich sehr viel Input von ihr auch. Das heißt, ich rede auch mit ihr sehr viel drüber. Natürlich ist es was anderes, mit seiner Mutter darüber zu reden, aber sie kann mir trotzdem sozusagen diesen Input geben oder die Bestätigung geben, dass das, was ich mit mir selber bearbeite oder wie ich mich sozusagen selber therapiere, dass das gut ist. Also, dass das eben nicht so blödsinnmäßig ist. Also, dass ich eben in die richtige Richtung gehe und das, also da hole ich mir mein Feedback her, und das hilft mir auch sehr gut. Also, thank you, Mom. Ich liebe dich. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man auch darüber mit Freunden auch reden kann. Und keine Ahnung, generell dieses Reden einfach, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man nicht die Möglichkeiten hat, zu einem Therapeuten, Psychologen oder so zu gehen, dann redet's. The first step to recovery is to talk. Also wirklich. Du musst dich erst öffnen, um sozusagen irgendwas reinzulassen. Natürlich, wenn es sehr, sehr traumatische Erlebnisse sind, würde ich das nicht mit Freunden machen. Da würde ich dann doch psychologische sozusagen Hilfe oder so in Anspruch nehmen. Was ich noch ganz, ganz wichtig, was ich noch sagen möchte, ist einfach, also was ich noch unbedingt sagen möchte, ist, dass in Schweden, also in Schweden hat sich sozusagen alles bei mir ein bisschen entwickelt, weil was ich in Schweden auch super, super toll finde, natürlich gibt es verschiedene sozusagen Zweige, aber ich habe im Gymnasium Psychologie gehabt, was schon mal sozusagen dieser erste Schritt für mich war, das Ganze zu verstehen, und kenne mich auch deswegen viel, viel besser aus. Das heißt, ich kann auch mit meiner Mutter sozusagen mitreden, weil ich diese ganzen Psychologen und diese ganzen Theorien kenne. Heißt natürlich, dass ich ein Psychologe bin, aber ich kenne zumindest sozusagen den Stoff. Und ich glaube, das ist auch super, super wichtig, dass man darüber erfährt. Und was natürlich oft so zu sagen sehr, sehr wichtig ist in der Psychologie, ist natürlich die Kindheit und so. Und das zum Beispiel, das sind alles Informationen, die ich noch nicht wusste. Natürlich ist das sozusagen auch der Gang des Lebens so ein bisschen, dass man mehr erfährt, dass man einfach sich weiterentwickelt und so. Aber ich glaube, für mich war es dann doch so irgendwie, dass ich das in Österreich nie geschafft hätte. Und deshalb möchte ich darüber unbedingt reden, weil ich möchte, dass jeder diese Entwicklung machen kann und dass jeder sich weiterentwickelt und dass jeder, nur weil er zum Beispiel offen mit jemandem reden möchte, nicht als komisch oder als, oh mein Gott, betitelt wird, wenn das eigentlich was ganz, ganz Schönes und was ganz, ganz Normales ist. Also auf jeden Fall, ich möchte auch nicht, dass, weil ich meine, dieses Geh zum Psychologen, warum ich auch diesen Titel gewählt habe, ist ja auch dieses, es wird ja auch als eine Beschimpfung eigentlich, also ist ja eine Beschimpfung eigentlich. Also so, geh zum Psychologen, oh mein Gott, du bist ja dumm im Kopf sozusagen, du bist verrückt oder so. Was eigentlich schrecklich, schrecklich ist, weil das hilft natürlich auch nicht der Normalisierung sozusagen des ganzen
mit, also wenn das natürlich Leute so in dem Sinn benutzen, also in Schweden, wenn ich sage, geh zum Psychologen, wäre jeder so. Also es kommt natürlich immer darauf an, welche Generation man anspricht, aber meine Generation auf jeden Fall ist ganz, ganz anders und ich habe zum Glück eine wundervolle Mutter, die auch ganz, ganz anders denkt und die auch noch, glaube ich, wie gesagt, also jeder hat ja viel an sich zu arbeiten und ich glaube, niemand ist perfekt, aber auf jeden Fall bin ich froh, dass ich meine wundervolle Mutter habe, mit der ich über das Thema reden kann und die mir auch hilft, sozusagen auf meinem Weg mich weiterzuentwickeln und ein besserer Mensch zu werden und auch mich besser kennenzulernen. Weil, wie gesagt, ich habe ein Leben und ich möchte schon mich besser kennenlernen. Ich möchte auch, wenn ich Probleme habe, sie nicht in mich hineinfressen. Ich möchte darüber reden können. Ich möchte auch wissen, warum ich so reagiere. Ich möchte einfach sozusagen Kontrolle über das haben, was in mir passiert, sozusagen. Also ich habe nicht Kontrolle über mich, aber ich habe Kontrolle über das, was passiert ist, sozusagen. Also ich verstehe, was passiert ist. Ich verstehe das einfach. Und ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das versteht, was ich damit sagen möchte, dass das so, so normal ist, zum Psychologen zu gehen oder zum Therapeuten oder in so Therapiegruppen. Das ist nichts Schlimmes und geht's nicht, wenn es schon zu spät ist, geht's davor. Wenn es euch richtig gut geht, wenn ihr Zeit dafür habt, wenn ihr einfach die Möglichkeit habt. Und dann ist mir auch noch ganz, ganz wichtig, dass findet den richtigen sozusagen Psychologen, Therapeuten, mit dem ihr reden könnt. Weil es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr euch dort wohlfühlt und dass ihr das wirklich diese Connection spürt. Weil wenn ihr das nicht spürt, wechselt sofort. Und ich glaube, ich will jetzt nicht negativ klingen, aber ich glaube, in Österreich gibt es schon ein paar, die nicht ganz das vermitteln, was ich euch vermitteln möchte. Also deshalb findet wirklich die richtige Person, die euch helfen kann. Und ich würde auf jeden Fall versuchen, mal Research zu machen. Interessiert sich mal mit dem ganzen Thema Psychologie. Das ist halt etwas, was uns alle betrifft. Also wir haben alle ein Gedächtnis, ein Gehirn, was irgendwie funktioniert und ist doch immer spannend zu wissen, wie das ist und warum wir Sachen tun und wie das alles zusammenhängt. Ich finde es wundervoll interessant und ja, aber wenn natürlich, wenn das einen nicht interessiert, ist, glaube ich, das Reden einfach super wichtig. Aber auch, wie gesagt, also nur zum Psychologen gehen und dann sich denken, okay, das funktioniert voll nicht, dann einfach nur sagen, sorry, bye. Also da wirklich dann konsequent einfach sagen, dass es für einen einfach nicht funktioniert und dass man sich einen neuen sucht, weil dafür ist es dann auch nicht das wert, definitiv nicht. Ja, meine Lieben, das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, ihr habt es mitgenommen, dass ihr einfach euch mit euch beschäftigt, euch liebt, euch dass es normal ist, zum Psychologen zu gehen und dass ihr bitte, bitte niemand, der heute von diesem Video weggeht, dass er sagt, geht zum Psychologen und das als Beschimpfung benutzt. Das wäre mir super, super wichtig. Ja, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Irgendwo hier habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet oder einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!